Es müsste da draußen einen YouTuber geben, der bereit dazu wäre, seinen kompletten Ruf zu riskieren. Der Typ müsste ja komplett durch sein. Überlegt euch mal, der Typ müsste hergehen und sich einen künstlichen Babydelfin aus Silikon oder sowas anfertigen lassen. Ich meine, wer kommt auf die Idee, sowas zu machen? Babydelfin dann hat, dann damit herzugehen und ihn so zu präparieren, als würde er mega echt aussehen. Ich möchte ein extrem dekadentes Abendessen heute anrichten. Okay, das heißt, ich mache jetzt erstmal eine Story, in der ich so sage, dass ich mit meinen Freunden heute zum Abendessen verabredet bin. Aber heute habe ich mich verabredet zum Abendessen auf extremer Gönnerbasis. Ihr müsst euch unbedingt mal reinziehen, was wir uns hier an den Start gegönnt haben. Es ist echt eine extrem heftige Nummer. Nur um ihn dann auf einer Instagram-Story zu posten. Supai Babydelfin sponsern lassen. Indem er im Prinzip so tut, als würde er diesen Babydelfin zubereiten. Ich habe richtig Kohle. Und essen und sich mega prollig dafür abfeiern. Schmeckt ein bisschen nussig irgendwie, gell? Was würde das für einen Sinn machen? Welcher Idiot würde sowas machen. Wow. Und dann mit dieser Aufmerksamkeit und diesem Shitstorm, den man damit erzeugt hat. In der Story von Insco. Hab auch was gekocht. Und grillt ihn so ganz entspannt in seiner Pfanne. Oh, ich hab dich bisher mal als sehr, sehr lustigen Typen empfunden, aber... Digga. Diesen Shitstorm mitzunehmen, nur um auf dieses Video hier aufmerksam zu machen, indem eine Zusammenarbeit mit einer Company namens Followfish am Start ist, die sich dafür einsetzt, dass gerade beim Fischfang solche Tiere nicht sterben. Ich bin der Jörg, ich bin einer der Gründer von Followfish und wir setzen uns seit 2007 für den Erhalt der Meere ein. Unsere Vision von Followfish war von Anfang an Meere retten durch anderen Konsum. Wir setzen konsequent, fast radikal auf Nachhaltigkeit. Welcher YouTuber würde denn sich auf sowas einlassen und sowas machen? Und ich meine, dieser Shitstorm ist so enorm. Da sind ja selbst Leute dabei, die den Typen gar nicht kennen und selbst nach diesem Auflösungsvideo nicht davon mitbekommen werden, dass der Typ dieses Video hier gemacht hat. Welcher geisteskranke Typ macht sowas? Moin. Servus. Moin. Machen wir mal Real Talk, okay? Sehr, sehr viele von euch, wahrscheinlich jeder von euch, hat mir gestern Abend eine schöne Beleidigung geschrieben. Was ich auch gut finde. Es hat mich in dem Sinne gefreut, dass ihr Leute darauf aufmerksam werdet, dass so eine Scheiße nicht gemacht werden kann. Ja, ich habe gestern Abend in meiner Instagram-Story gepostet, wie ich einen Babydelfin esse, der gar kein echter Babydelfin war. Aber alle sollten denken, dass es ein echter ist. Und der Shitstorm war aber mal sowas von, beziehungsweise ist sowas von real. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, ah, dieser Bastard hat einen Prank gemacht, bla bla. Das ist kein Prank, was hier stattfindet. Es wird ein Real-Talk-Video. Hier an der Stelle gehen jetzt auch Grüße raus an Followfish, die das Ganze mit mir hier zusammen machen. Mit dieser ganzen Aktion hier spiele ich natürlich irgendwo mit meinem Ruf, ne? Es ist schon kein Spaß mehr. Ich meine, für mich selber ist es natürlich eine risikoreiche Aktion gewesen, aber ich dachte mir, für dieses Thema, ich setze da gerne mein Risiko für ein. Und wenn ich 10 Hater am Ende des Tages mehr habe und sich aber dafür Leute dieses Video hier anschauen und einfach mal grundlegend über ihre Ernährung Gedanken machen oder generell grundlegend über dieses Thema, das aktuell so wichtig ist, dann ist es mir das wert. Und auch an alle Leute, die sich negativ zu mir geäußert haben, es ist absolut in Ordnung für mich und ich finde es auch eine gute Sache. Aber wenn ihr euch negativ dazu geäußert habt, wäre es korrekt, wenn ihr euch im Nachhinein auch für das Positive äußern könntet in euren Stories. Mir geht es gar nicht darum, dass ich mich hier irgendwie in den Mittelpunkt stellen will. Mir geht es wirklich rein um diese Aktion und darum, wofür sich am Ende des Tages eingesetzt wird. Die meisten von euch sind wahrscheinlich gestern Abend drangehangen, haben meine Story geguckt und dachten sich, was für ein elendiger Bastard. Was für ein dummer Wichser. Und ja, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Aber denken wir mal ganz kurz um. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute an diesem Abend sich die Story von mir reingezogen haben, irgendeinen Hate-Kommentar an mich geschrieben haben oder irgendwas in ihre Story gepostet haben. Gleichzeitig aber links neben ihnen der gute Thunfischsalat mit dem allerletzten Billig-Thunfisch aus der untersten Schublade gegessen wurde. Und für den Thunfisch, den er da gerade gegessen hat, ist einfach mal ein weiterer Babydelfin draufgegangen. Ich möchte mit diesem ganzen Video hier, mit dieser ganzen Aktion, euch dazu anregen, nachzudenken. Ich will überhaupt nicht der Typ sein, der euch jetzt hier auf die Moralschiene kommt. Och Leute, werden wir doch alle Veganer und achtet doch bitte auf eure Ernährung und ich bin so ein gut Mensch. Ich find's gut, wenn Leute Veganertum vertreten. Grüße gehen raus an Simon Unge. Ich persönlich bin aber kein Veganer. Ich fange aber an, mich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Intensiver und intensiver, weil es einfach immer wichtiger wird. Primär geht's hier natürlich um das Thema Followfish. Gerade sowas wie, dass Delfine mitgefangen werden oder Schildkröten oder sonstige Säugetiere, die einfach in den Netzen ertrinken, weil sie die ganze Zeit mitgeschleppt werden von dem ganzen Thunfischfang. Gerade für sowas setzen sie sich ein, dass das nicht passiert. Das finde ich ein sehr, sehr guter Step in die richtige Richtung. Wir haben gestern diesen Baby-Delfin gesehen, bei mir in der Story, okay? Und wir dachten uns alle, der letzte Bastard.
Es war eine seltene Sorte, die dort präsentiert wurde. Wenn wir mal ganz genau in uns gehen und uns mal generell zu unserem tierischen Konsum Gedanken machen. Wie oft liegt bei euch zu Hause mal ein Ferkel auf dem Tisch? Babyschwein. Oder wie oft liegt mal eine Babykuh bei euch da, die einfach gegessen wird? Klar, wir haben Massentierhaltung, ja super, dann ist es ja absolut in Ordnung, eine Babykuh zu essen. Danach juckt sich dann niemand, ne? Wie gesagt, ich möchte nicht auf die Moralschule kommen und irgendjemanden verurteilen oder sowas. Ich meine, ich esse selber Fleisch, ne? Aber ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, vor allem in der heutigen Gesellschaft, wo sich jeder darüber mal Gedanken machen sollte, was er isst und vor allem, wie viel er davon isst und vor allem, wo er es kauft. Geh in den Supermarkt rein und seh Fleisch für zu billig, Billigstpreise, wo ich mir denke, Bruder, muss los. Wie zum Teufel habt ihr dieses Tier so billig bekommen? Ah ja, alles klar, Digga, ich passe dann beim nächsten Einkauf auf. Was? Hähnchenbrustfilet das Kilogramm für 2 Euro? Ich bin der absolute Sparfuchs, Digga. Damit über dieses Thema gesprochen wird, muss sowas her. Die Leute interessieren sich sonst nicht für dieses Thema. Erst wenn wieder Aufruhr ist, dass jemand der größte Bastard ist und wenn von allen Seiten eingetreten wird, dann kriegt man dafür ein Gehör für dieses Thema, ne? Mir geht's nicht darum, euch zum Veganer machen zu wollen oder sowas, ne? Ich würde mich natürlich freuen. Wenn jemand dieses Video sieht und gestern geschockt war von diesem Babydelfin, dann macht euch doch nächstes Mal ein bisschen mehr Gedanken darüber. Wo bekommt ihr euer Fleisch her? Wo bekommt ihr euren Fisch her? Solltet ihr vielleicht mal ein bisschen weniger davon essen? Wie viel Fleisch wir wegschmeißen? Wie viele Tiere es gibt, Alter? Die nicht nur die Umwelt verpesten, Alter, sondern die wir auch noch in so einem Übermaß fressen und dann wieder die Hälfte noch davon wegschmeißen. Das soll die Zukunft davon sein. Dieses Video soll dazu anregen, jedem, der es sieht und jedem, der die Story vor allem auch gestern gesehen hat, sich über seine eigene Ernährung Gedanken zu machen. Macht vielleicht mal einen veganen Tag. Kauft vielleicht mal nicht das scheiß Billigfleisch. Ein Schockmoment zu haben, in dem Fall, ist, glaube ich, immer gut, weil man sich dann am intensivsten Gedanken darüber macht. Ich meine, klar, für mich war es das eine risikoreiche Aktion, das ganze Ding hier zu machen. Ich weiß auch nicht, wie das ganze Ding jetzt ausgehen wird. Aber mir geht es im Endeffekt um diese Message. Beschäftigt euch mit dem Thema. Denkt beim nächsten Mal drüber nach, wenn ihr einen Thunfisch esst, woher ihr den habt und wer vielleicht noch dafür draufgegangen ist. Vielleicht war es dieser eine Babydelfin, der dafür gestorben ist. Mir ist definitiv bewusst, dass ich mit diesem Video hier leider nicht alle Leute abholen kann, die meine Instagram-Story gesehen haben. Und es wird sicherlich nach dieser Aktion immer noch Leute geben, die sich denken, InScope21, der Baby-Delfin-essende Bastard. Wenn ihr jemanden kennt, der meine Story gesehen hat, der mich aber vielleicht nicht aktiv auf YouTube verfolgt, oder ihr wisst, dass er dieses Video eigentlich nicht so sehen würde, tut mir den Gefallen, schickt es den Leuten durch. Es würde mich wirklich freuen, wenn Leute nicht denken, dass ich der letzte Bastard wäre. Ja gut, ich meine, ich bin der letzte Bastard, aber ich bin nicht so der letzte Bastard. Vielen Dank an Followfish, die das Ganze hier unterstützt haben und vor allem diesen riskanten Marketing-Move unterstützt haben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Delfine dort, Mofogos.